Mit 8,5 Millionen Einwohnern zählt Lima, die Hauptstadt Perus, zu einer der größten Städte in Südamerika. La Victoria, ein Viertel, in dem Armut, Prostitution und Kriminalität herrschen, arbeiten wir seit dem Jahr 2000 mit Kindern, die aus ärmsten Verhältnissen kommen. Wir arbeiten besonders unter Kindern und Jugendlichen, die ohne unsere Arbeit keine Chance und keine Hoffnung hätten, überhaupt irgendwas im Leben zu erreichen, irgendwie überhaupt eine Zukunft zu haben. Deshalb haben die TOS-Dienste international genau an diesem Ort Präventionsprogramme ins Leben gerufen. Durch vielseitige Workshops werden die Kinder direkt auf der Straße erreicht und in ihren Gaben gefördert. Sie kommen heraus aus dem Kreislauf der Kriminalität, entwickeln neue Freundschaften und werden zu Persönlichkeiten. Auch für junge Erwachsene gibt es regelmäßige Angebote, bei denen sie Lebensorientierung erhalten. Einige von ihnen sind heute Mitarbeiter in unserem Transformatorenhaus. Wir sind heute selber dabei, anderen Kindern zu helfen, eine Zukunft zu haben und wirklich ein anderes Leben führen zu können. Das Transformatorenhaus ist ein Zuhause für ehemals vernachlässigte Kinder. Die ersten Kinder, die wir aufgenommen haben, von der Straße direkt dort von den Müttern bekommen, weil sie selber drogenabhängig oder Prostituierte oder sonst von irgendwelchen Sachen abhängig waren und sich nicht wirklich um ihre Kinder kümmern konnten. Im Transformatorenhaus leben die Kinder mit unseren Mitarbeitern wie in einer Familie zusammen. Jedes Kind wird umsorgt und gefördert. Es erlebt ein stabiles, liebevolles Umfeld. Außerdem erhalten die Kinder Schulbildung und lernen die wichtigen Dinge des alltäglichen Lebens. Die TOS-Dienste international ermöglichen Straßenkindern eine Zukunft. Unterstützen sie uns durch eine Patenschaft. Mit einem Betrag zwischen 30 und 250 Euro pro Monat verändern sie das Leben eines Kindes.